Hallo Leute, wir melden uns direkt wieder aus der Action. Ich hatte ja letztens abgebrochen beim ersten, nach dem ersten Duellrennen und wir sind jetzt im zweiten. Ich habe mal kurz die Pausetaste reingehauen, nicht, dass hier noch irgendwas passiert und ich würde sagen, Los geht's! ja, okay. Geh weg. Nein, nicht an. Au. Schild. Vor allem, ich kann hier alles umfahren, aber so ein blödes Schild nicht. So, weh, du hast mich jetzt. So. Bisschen aggressiver hier rangehen. Wenn es keine Kollisionsstrafen gibt, ist mir das nämlich egal. Nochmal die gleiche Strecke? Das ist ja auch eigentlich. Also auf Dauer finde ich ja, wenn man so drei, viermal die gleiche Strecke nacheinander fahren muss, ist doof. Gebe ich auch zu. Ich meine, man wird zwar besser auf der Strecke, aber man merkt die sich auch so mit der Zeit, aber ich finde das irgendwie schon nicht so toll. Und der Heli da vorne filmt uns auch. Ist die Tür gleich abweg? Nee, ist wieder zugegangen. Aber der ist mir auch ziemlich am Hintern gerade. Irgendwie. Dann fahr doch nicht so ruckelig, ich fahr doch mal die perfekte Linie. Ich fahre gleich mal die perfekte Linie. Will ich sehen, zeig mal her. Ja, das ist gut, ja. Ja, genau so. Perfekte Linie, ja, die war gut. Die Scheibe ist raus, glaube ich, aus der Tür. Jetzt hätte die Tür auch gleich ganz abfahren können. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also, ich bin echt froh, wenn der Duellteil vorbei ist. Das Schild kann man umfahren, aber die anderen nicht. Ja, das war zu groß, das andere. Ja, das aber war nicht genug Geschwindigkeit. Wenn ich mit 170 gegen so ein Schild fahre. Ja, das ist aus ganz speziellem Stahl. Panzerstahl. Hatten wir ja das Thema. Meine Rüstung ist aus Panzerstahl. Ich wollte nicht runterfahren. Wirklich nicht. So. Und weiter geht's. Nicht. Yeah. Und ich kann nicht zurückspulen, verdammt. Das Rennen kann ich gleich neu starten, wenn ich den nicht noch irgendwie kriege. Boah, ist das gemein. Ja. Ich hätte mal gleich auf Rückspulen drücken sollen, nicht erst runterfahren. Ja. Die Aussicht war zu gut, oder? Tja, dann würde ich sagen, starten wir das gleich nochmal neu. Verloren! Ich will nicht verlieren! Haha, du Loser! Vor allem, ich sag grad noch, wenn man die Strecke so oft ständig wiederfahren muss. Das kannst du besser. Ja, ich weiß, dass ich das besser kann. Ich mach's auch besser, keine Angst. Wir starten nebeneinander. Versuch sofort in Führung zu gehen und vorn zu bleiben. Versuch sofort. Au, au! Ja, klar, schieb ihn nach vorne. Der ist irgendwie langsam als ich. Ja. Schisse. Was für eine Horrorkurve. Schon wieder der Heli. Der mag das. Ob so ein Neustart für den interessant ist, so von wegen, wir machen es nochmal. Das ist wie ein Film. Cut. Der wird dafür auch bezahlt. Ich habe keinen Spiegel mehr. Sieht aus, als wenn das halbe Auto vorne weg wäre, wenn man nicht dunkel. Das ist unglaublich. So. Ich habe, um ehrlich zu sein, gar nicht so wirklich auf die Zeit geachtet. Ich glaube 40 mal. So. Aber diesmal werde ich auf jeden Fall mich nicht ablenken lassen und hier verlieren. Versuch's nicht. Wirklich aus, wenn vorne mein halbes Auto weg wäre. Ja, total hässlich. Ich glaube, das müsste man dann. Oh. Nein, 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 nein. Diesmal nicht. Ich fahre diesmal nicht die Clip erst runter, um zu gucken. Ich wollte aber eigentlich mal vorne das Auto machen. Das sieht gar nicht so schlimm aus von vorne. Das ist nur von der Seite. Nein, 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 nur der Spiegel. Ja, das war auf jeden Fall diesmal eine etwas bessere Runde.
gerade eben von 2 Minuten 10. Mal gucken, ob wir es unterbieten können. Der nimmt auch kein Tempo mehr auf nach oben hin. Na komm. Sauber. Und war es besser als 2 Minuten 10? Ja, ein kleines bisschen, ja. Ja, so 7 Sekunden. Macht ja schon Unterschied. Ja, es war herausragend. Erzähl doch keinen Mist. Ich musste es neu starten. Das war überhaupt nicht herausragend. Erworbene Karrierefahrzeuge 10. Ich sag echt, ich muss Rennfahrer werden. Solltest du. Hallo, bring dich nicht um. Warum? Ja, was hab ich denn da noch von mir? Geld. Ach ja. Ich will eine vernünftige Versicherung abschließen. Oh. Nein, danke. So, und nochmal die gleiche Strecke gegen einen anderen Gegner. Ja, macht so viel Spaß, immer dieselbe Strecke. Immer und immer und immer wieder. Er ist schon ein bisschen spannend. Au! Dein Gegner wird aggressiver sein und schon donnert er mir in die Seite. Ja. Ich glaube, ich habe die Hälfte meines Autos gerade verloren gehabt. Zum Glück hat man 5 Wiederholungen hier. Und der Heli. Der ist, glaube ich, standard geskriptet. Wenn man hier lang fährt, kommt der immer an der gleichen Stelle. Vielleicht steht er auch nur an einer Stelle und es sieht nur so aus, wenn er sich bewegt. So, was machen wir denn danach? Habe ich dir schon von meinem neuen geplanten Projekt erzählt? Ich meine, alle Leute, die sich das hier angucken, die können ja schon mal ein paar Geheiminformationen kriegen. Was für ein Projekt? Erzähl mal. Sibi erklärt Minecraft. Da hat mich der Fox drauf gebracht, da musst du dann mitspielen und er auch. Und ich erkläre quasi so die Grundzüge und so die ersten Technikmods und so. Finde ich super. Ich spiele dabei mit? Okay, du kannst mit dieser gekünstelten, etwas völlig nicht passenden Stimme aufhören. Danke. Nein, aber jetzt aber ganz ehrlich, wäre das interessant für dich? Oh, ich bin jetzt echt nicht so der größte Minecraft-Fan. Ich weiß, deshalb ja gerade so, einfach um aber mal zu erfahren. Ganz knapp den Anfang, ne? Dann kann ich meiner Figur auch ein Kleidchen anziehen? Ja. Ja, das klingt ja schon fast nach einem Deal. Das war super. Ich dachte, ich krieg's gerade noch so hin, aber es war wohl leider nicht. Ich kann ja am Anfang erstmal mitmachen. Und wenn ich keinen Bock mehr habe, sage ich euch bye bye. Denk dran, du hast noch Final Fantasy als Großprojekt. Ja, das wird auch Bock machen. Das wird Bock machen, meinst du? Nein. Natürlich. Also so als riesiger Final Fantasy Fan, so an der Stelle. Final Fantasy 7 war auch das Beste. Also ich finde die 9 auch gar nicht so schlecht. 9 war auch geil. Ja, 9 war, glaube ich, das. Und ich muss sagen, 10 habe ich leider nicht gespielt. Ich glaube, 9 habe ich als allererstes gespielt. So, wir haben gewonnen wieder mit 2 Minuten 3. Irgendwie. Ja, haben wir schon wieder mal ein paar Fans gewonnen. Spontan. Niedlich. Und keine Ziele erfüllt. Oh, ist das ärgerlich. Ärgerlich. Ja, sowas ist schon echt doof. Fünfzehntausend mehr? Weiter geht's jetzt erstmal hier. Aber er hat mir gerade eben netterweise gesagt, dass ich meine Fahrzeug-Challenges im Auge behalten soll. Und da gibt's jetzt hier ein Chevrolet Camaro Z28 zu gewinnen. Ich würde sagen, unterbiete 2 Minuten 10 auf der Strecke, die wir gerade gefahren sind. Da wir die Strecke noch nicht so oft gefahren sind, dachte ich mir, fahren wir die mal. 2 Minuten 10, ne? Solltest du auch eigentlich hinkriegen. Wenn du das jetzt nicht auf Anhieb hinkriegst. Also ich möchte es gerne unter 2 Minuten schaffen. Ja, das ist eine gute. Ja. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Der Waldabschnitt
So oft wie du die jetzt gefahren bist, solltest du das packen. Der Waldabschnitt erfordert die meiste Konzentration. Ein falsches Manöver und du wickelst dich um einen Baum. Echt? Du wickelst dich, ne? Das ist dann ganz elastisch, das Auto. Ja, hat er mir gerade gesagt, letztes Mal hast du ein gutes Ergebnis geholt, mach das einfach nochmal. Toll, das Auto, was ich gewinne, wird gleich Schrott sein. Der Wagen fährt sich total überhaupt nicht gut. Der hat schon wieder dieses Badewannen-Flair. Plätscher, plätscher, plätscher. Also mit unter 2 Minuten wird schon auf jeden Fall schwer. Aber die Reifen hinten, ey. Also das ist wieder richtige Muscle-Car-Serie hier. Na komm. Komm mal ein bisschen aus dem Pott hier. Wow. Schönes Ding. Ja, auf jeden Fall sehr elegant auf den Berg gefahren. Schön. Kannst du nicht fahren oder was? Nee, gerade irgendwie. Ich bin abgelenkt. Woran? Lass mich mal. Frauen im Auto sind echt. Also Beifahrer, ne? Beifahrer sind ätzend. Ach komm, fahr weiter. Ja, ein bisschen Vorsprung musst du dem ja auch geben. Aber dann kriegst du die. Wieso kommst du nicht unter 2 Minuten? Das wäre dein Fehler. Ja, das könnte tatsächlich ein Problem werden. Aber generell, also dieser Wagen lenkt sich so genial. Ja, beide Türen ein bisschen schrotten. Ja klar, muss ja gleich aus seinen vollen Seiten. Vielleicht hätte ich dich das fahren lassen sollen. Der, es geht noch! Oh, oder nicht? Der sah aber echt schon gut aus. Den hätte man fast noch nehmen können, wenn er nicht so weit zur Seite gedurfte. Ja, fast. Aber 2 Minuten, oh. Geht wohl nichts. Ne, definitiv nicht. Ich muss da oben noch in die Kurve. Ob es überhaupt unter 2 Minuten 10 wird, ist die Frage. Ja, doch. Das gebe ich hin. Aber das war echt schlecht. Das war schlecht. Ja, du hast einmal verkackt. Das war sowas von schlecht, ja. Klasse gefahren. Definitiv. Hier wird trotzdem applaudieren. Also wenn ihr besser seid, ihr könnt ja mal ein Video schicken. Einfach drunter packen, ich guck's mir an und dann gebe ich es auch frei. Wisst ihr ja Bescheid, oder? Das würde ich schon ganz gerne sehen. Wie andere Leute fahren, ja. Also Leute, die es schaffen, mir ein Video zu posten, was unter 2 Minuten auf dieser Strecke ist, mit denen unterhalte ich mich freiwillig eine halbe Stunde im TS. Die können dann sämtliche Fragen stellen, die sie aktuell haben. Ist doch ein guter Deal, oder? Ja, das klingt nach einem Deal. Ja, wunderbar. So. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in die dritte Challenge hier von unserem WSR. Wir wollen ja mit dem WSR-Zeug auch irgendwann mal fertig werden. Und wir nehmen natürlich wieder den Nissan. Was auch momentan unser meistverwendetes Auto ist. Nicht zu viel Cola trinken. Ja, ich weiß. Cola am Steuer ist nicht gut. Nee. Gar nicht. Gar nicht. Teilnahme an WSR Events 4. Jetzt 127 Meter lang sind, drifte ich immer weiter. So, Indianapolis GP-Strecke. Grand Prix. 3 Runden. Oh. Also Carter ist wohl ein riesen A. Ich weiß gar nicht, was das für eine Strecke ist. Carter hat auch direkt den ersten Platz. Ja, der scheint wohl ziemlich viel zu drängeln. So wie ich fahre. Gute Leistung. Du bist an Platz 3 dran. Ich bin an Platz 3 dran? Nee, ich bin auf Platz 3. Du hast doch was falsch gesehen, glaube ich. Das ist immer so ein Motivationskünstler. Gute Leistung. Du bist an Platz 3 dran. Ich will da an Platz 3 nicht dran sein. Ich will Platz 3 haben.
Ich will Platz 1 haben. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht wieder absichtlich abkürziehe oder so. Mhm. So, komm schon, gib ein bisschen Gas. Also ich muss sagen, im Endspeed scheinen die doch ein bisschen heftiger zu sein, die Jungs. Schön, du bedankst. Wow. Mich echt weggeschubst. Ja, du bist einfach schlecht gefahren. So, Kater, tschüss. Sauber, und das hältst jetzt bitte noch 2 Runden. Ja, das wird das größere Problem, glaube ich, bei der ganzen Geschichte. Immer so eben noch 2 Runden vorne zu bleiben. Vor allem jetzt. Kater hat wenigstens keine Bananen, die er vor dein Auto werfen kann. Hochbeschleunigungsstrecke. Ich bin, glaube ich, noch nie 2. Wow! Nee, aber dafür? Es ist jetzt ganz gut, ja. Der ist hinten reingefahren gerade. 250. 260. Ich glaube, jetzt ist es vorbei mit Tempo. Das war echt Glück. Mein Ausritt hat mich überhaupt nicht zurückgeworfen, noch hat mich kein Arsch überholt. Oh, Entschuldigung. Wie toll du das immer überfallst. Ja. In den Sand rein. Ich hab gar keine Zeit. Er erzählt mir die ganze Zeit, durch meine Ausritte würde ich Zeit verlieren, aber die sind immer noch hinter mir. Trotzdem verlierst du dadurch Zeit, du könntest besser sein. Könnte. Ich muss aber nicht. Ist ja nur normal, ist ja nicht schwer. Profi-Rennen. Ich könnte man den Schwierigkeitsgrad, wenn es wirklich auf Dauer zu einfach wird, nochmal hochstellen. Für dich, aber nicht für meine Rennen, oder? Für deine auf jeden Fall. Ich habe nur Profi angestellt. Ja, okay, just for fun vielleicht. Meine Rennen sind ja eh so gut. Klar. Mal gucken, ob die Karre schneller als 263 fährt. Nee. Doch. Hast du ganz kurz. Ist 64 aufgeblinkt? Ja. Bombastisch. Musst du weg runterfahren, vielleicht dann. Dann wird das vielleicht eher was. Kriegst du bestimmt auch noch die 165 hin. Aber die Runde sieht bis jetzt ganz gut aus. Ich darf jetzt keinen Mist machen. Ja, das darfst du nicht sagen, ne? Sonst passiert was. Du fährst doch viel zu sauber. Tschüss! Er hat mir gerade gesagt, ich habe 5 Sekunden Vorsprung. Yeah. Also gleich ab ins Kiesbett. Wow! Ja. Wirklich gemacht. Ja. Verdammt, immer dieses mit dem Reifen kurz anhacken ist echt immer doof. Oh, die kämpfen da um Platz 2. Ja, die haben auch zu tun. Aber Carter ist wohl doch nicht so gut, wie er dachte. Ist auf Platz 3. Ja. So, jetzt komm. Ein bisschen mehr Speed, ein bisschen weiter oben. Aber wo ist denn die Ziellinie? Die kommt, glaube ich. Die sieht man recht eindeutig. Die müsste so bei 250 ungefähr erreicht sein. Ja, da. Yay! Juhu! So. 4 Minuten 16 für 3 Runden. Ist doch ganz okay. Ach, es geht weiter. Natürlich bombastisch. Gleich mit dem nächsten Rennen. Mal gucken, was jetzt kommt. 179 Meter, da bin ich gut gedriftet gerade. Mhm. Ja, das Driften hast du gut raus. Ja, auf jeden Fall. Ich bin gut im Schleudern. Ich bin voll der Driftpro. Yeah. Ja, klar. Ich rutsche gern überall rein. Und wieder raus. Nein, so weit wollte ich jetzt nicht gehen. Indianapolis Infield Strecke. Okay, 3 Runden, ja. Warum steht er auf Pole Position? Das verstehe ich nicht. Ich war so gut, eigentlich müsste ich ganz vorne stehen. Ja, du fängst immer noch als Elfter an. Das ist total gemein. Total. Okay,
Okay, also meinem Ansehen hilft es mehr, wenn ich den Gegner nicht ins Heck rausche. Habe ich das auch verstanden. Das könnte man auch falsch verstehen. Au, au, Arsch! Regel mich nicht ab. Tja, mein Ansehen ist mir aber egal. Oh, 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 ne, das ist... Ich hab Zeit verloren, sagt er mir. Ich hab voll 6 Leute überholt oder so, aber ich hab voll Zeit verloren. So, Kater, ich krieg dich. Jetzt ganz vorne schon wieder. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen der Indianapolis GP-Strecke und der Infield-Strecke? Ich hab's noch nicht so ganz gecheckt. Vielleicht weiß das ja irgendjemand und kann das in den Kommentaren posten. Na, bis jetzt, also es sieht zwar minimal verändert aus, aber. So, Kater, komm, 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 komm. Ah, okay, hier läuft's anders, die Strecke. Der zieht ganz schön ab, oder? Mhm. Ich bin Vollgas, das hatte ich. Das ist total gemein. Ich muss aber auch ganz ehrlich gestehen, ich möchte in so einer Kurve nicht mit 240 unterwegs sein. Wieso? Angst? Um sein Leben? Ja. Das war professionell. Professionelle Grasnutzung. Total. Man muss ja die Möglichkeiten, die es hier gibt, auch nutzen. Ach, das ist die gleiche Strecke, wo du immer so verkackt hast. Ja, das war immer Abkürzung der Strecke. Boah, machen wir die mal langsam. Ich glaube, ich schiebe ihn einfach raus. Ich kann es aber. Wow! Doch, doch. Immer mit dem Arsch wegdrängen. Das gibt's ja gar nicht. So, jetzt haben wir wieder die Hochbeschleunigungsstrecke. Mal gucken, ob er mich überholt. Na, ist schon ziemlich weit hinten. Aber er zieht ran. Na? Irgendwie sieht der Wagen total verschoben aus. Ein bisschen. Ich bin gerade die schnellste Runde des Rennens gefahren. Bin begeistert. Das war schon ziemlich am Limit von dem, was man, glaube ich, in der Kurve erreichen kann. Ja. Ich denke, ich brauche pro Rennen ungefähr 2 Sätze Reifen. Wow, wow, wow. Nee, 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 nee. Als Perfektionist kann man sich sowas nicht bieten lassen. Nein. Nein, geht gar nicht. Ich meine, man muss ja auch ein bisschen Stil hier reinbringen, ne? Mhm. Wenn man schon Autorennen fährt, dann muss man auch ordentlich machen. Ganz delikat fahren. Nicht so. Ne, so eigentlich eher nicht. Aber das habe ich gut gerettet, gerade so. Hast ja auch ein bisschen Vorsprung. Naja. Ein bisschen. Ich sehe Vorsprung anders, aber das Interessante ist wirklich, dass Harrison wohl der Einzige ist, hier Mr. Carter, der halbwegs Auto fahren kann, weil alle anderen hängen irgendwie 6 Kilometer hinterher. Oh, nein! Ja so. So kenne ich das. Absichtliches Abkürzen. Dabei bist du so oft übers Gras gefahren. Immer ja, aber immer nur so ein bisschen. Aus. Ja, ey. Zu viel Gras. So, 230. Schade. Also die Strecke ist schon recht flott. Muss man ja mal sagen. So. Ich würde sagen, 220 Punkte ist definitiv Sieg. So, Mr. Yay. Carter, du hast wohl ein bisschen verhauen bei der ganzen Geschichte. Wir rücken einem Gesamt-WSR-Sieg doch sehr nahe, muss ich sagen. Ich glaube, wir haben jetzt noch eine Strecke zu fahren für die WSR, aber wir kriegen jetzt erstmal wieder 60.000 Fans. Nicht ganz so viele, wie du denkst. Ja, aber immerhin. 21.000 ist schon
Mächtig, ja. Ist eine Hausnummer. Kann man nicht. Ist eine Hausnummer, auf jeden Fall. Bei der klingel ich auch immer. Die USA sind von der WSR begeistert. Wir sollten jetzt also unser erstes Rennserienfinale veranstalten. Wir sehen uns am Start dieses Saisonabschlusses. Ach, danke. Also wir sollen jetzt unser erstes Dings starten. Was gibt's hier, ein Promo-Event? Tatsache. Also wir sollen jetzt quasi unser erstes Finale starten. Das heißt, wir müssten jetzt hier direkt mit dem Finale anfangen. Da wir aber schon wieder so ein bisschen am Überziehen sind, würde ich sagen, das schieben wir doch spontan auf die nächste Folge, oder? Nächste Folge! Wir sind jetzt, guck mal, wir sind in der 5 und ich habe die Nummer nicht geändert vom Auto, weil ich mitten im Rennen gestartet bin. Ach, verdammt, ganz schön ärgerlich. Ja. Aber ich würde sagen, ich werde gleich die Nummer noch auf 6 ändern. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Also bis dann. Bye, bye.